2, 1. Herzlich willkommen. Ja, ein wunderschönes Hallo zu einem neuen Schnacken mit. Und ich muss gerade schon wieder. Ich war zornig. Wir haben es jetzt so oft versucht, ne, immer zu irgendwas dazwischen gekommen. Und Alex ist wieder am Start. Ja, was geht? Genau, wir wollen, Alex ist ja unser, wer es noch nicht gesehen hat, schaut gerne mal rein in die Videos, ich verlinke das. Unser es mag Menschen geben, habe ich am ersten schon gesagt, die mich noch nicht kennen. Ja. Genau, unser HR-Manager oder Personalmanager, hieß das mal früher. Ne? Und warum wir mit Alex sprechen, ist, weil ich hatte ja letztens ein Video gemacht zu dem Thema Potenzialentfaltung, also erstmal auch gerne da reinschauen, also erstmal so aus individueller Sicht. Und wir hatten so ein bisschen in einem Video natürlich auch schon mit Alex über so, ja, Performance in Unternehmen, in Organisationen gesprochen und wollen heute dementsprechend natürlich mit Alex darüber sprechen, was das denn, was Potenzialentfaltung oder Performance in Organisationen bedeuten kann. Alex, moin. Ja, moin. Ich habe mir ein schönes Glas Bier bereitgestellt, Sebastian. Sehr gut. Gönn dir. Du hast ja auch lange gearbeitet heute. Wir haben ja gearbeitet. Ja, doch, nennen wir es so. Es ist Bergfest. Und da dachte ich mir, ach, stimmt. Feier des Tages. Mittwochabend. Wie aus, Sebastian? Trinkst du heute Abend Saft, ja? Ja, ich trinke heute mal ein kleines Säftchen. Ich will keine Schleichwerbung machen. Das ist nur so. Ja, das hier ist Kölsch. Ach so. Also, okay. Dann dürfen wir ja. Müssen wir gucken, ne? Dass das Video nicht zu lang wird, weil man weiß ja, Kölsch, ne? Du trinkst eins und. Naja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, Alex. Nice, dass du wieder da bist. Und. Das Erste, was ich mir überlegt hatte, war eigentlich, also, keine Ahnung, Potenzialentfaltung ist ja so ein Begriff, den hört man nicht so oft. Ne? Richtig. Was aber man hat eigentlich tagtäglich in seinem, egal ob es privat ist oder beruflich, hast du ja damit zu tun. Ja. Immer. Was fällt dir als erstes dazu ein, wenn du jetzt mal nicht nur direkt aus deinem Job heraus denkst, sondern so auch persönlich vielleicht? Ja, ein super Beispiel, Sebastian. Toll, dass du es sagst. Es ist nicht abgesprochen. Als kleiner Alex, lange ist es her, da gab es noch, war Deutschland noch zweigeteilt. Da haben meine Eltern mal die Idee gehabt, der Junge soll Fußball spielen. Ah, okay. So als Mini-Kicker hieß das bei uns. Ne? So bevor du irgendwie auch bei Schuhgröße 3 oder sowas und dann ab an den Ball. Hat nicht funktioniert, also gar nicht auf dem Platz. Und dann haben die mich ins Tor gestellt. War halt das Problem, ich hatte Angst vor dem Ball. Das ist im Tor halt nicht so geil. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man da festgestellt hat, dem Alex sein Potenzial liegt nicht im Fußball. Und dann habe ich gedacht, ja, spielst du Basketball, das mache ich bis heute, das funktioniert so einigermaßen. Und das ist ja im Prinzip Finden von Potenzial gewesen. Das kann er so ein bisschen, Fußball kann er gar nicht, also wenn wir dann bei Stärken sind nachher wieder, fokussiere dich auf die Stärken, ist er beim Basketball geblieben. Das ist vielleicht so ein tolles Beispiel aus meinem langen Leben. Also hast du es instinktiv so direkt schon gewusst, gemerkt? Oder war es einfach, okay, dann, nee? Nein, ich meine, ich war so klein, wie alt war ich denn? 6, 7 oder sowas, ne? Ja. Und dann haben halt irgendwann, hat der ganze Ort quasi auf einmal Basketball gespielt. Ja, dann spielst du halt auch Basketball. Mhm. Und dann hat das funktioniert. Irgendwann merkst du dann, okay, das kannst du, ne? Aber in dem Moment hast du noch kein Verständnis dafür. Oder ich habe ewig lange Klavier gespielt. Da kann man sagen, das hat früher so im Kindergarten angefangen mit Rhythmik, ne? So dass so, also Rhythmik war, okay, du hast halt Takt halten und so weiter, mit so Klanghölzchen und so weiter, also die Sachen, die heute einfach alle nerven, wenn man darauf rumschlägt. und da ging es halt weiter, meine Eltern haben vielleicht, oder die Lehrerin hat damals auch gesagt, okay, der kann das. Ja, es gibt ja Menschen, die haben überhaupt kein Taktgefühl. Ja, also die, wenn die tanzen, da denkst du, ganz ehrlich, ist das jetzt ein Schlaganfall oder was versuchst du hier? Ja. Na, und, also du hattest direkt so gesehen einmal deine Eltern und andererseits eine Lehrerin in dem Fall, die gemerkt haben, okay. Genau, von außen betrachtet. So, und dann ging das halt weiter, wo es dann hieß, okay, das Talent müssen wir, ich muss mal kurz mein Bein hochlegen.
können wir da Talent fördern? Mhm. Dann ging es los mit Keyboard und irgendwann dann halt Richtung Klavier. Ne? Und dann waren acht Jahre klassische Klavierausbildung, harte Schule. Und das ging ja weiter mit elektronischer Musik, die ich dann immer produziert habe. Summa summarum, ein Talent für Noten oder ein Talent für Melodie oder ein absolutes Gehör, sagen vielleicht einige auch, habe ich jetzt nicht, aber einfach Kreativität, da steht ja viel rein. Ja. Das war ein erkanntes Potenzial, kann man so sagen. Ja. Und es hat dich ja sehr lange dann auch begleitet, ne? Quasi. Tut's ja jetzt noch. Mit der Musik also, halt, ne? Mit der Musik, mit dem Basketball immer noch. Ne? Also das sind so zwei feste Bestandteile im Leben einfach. Ja. Ja. Genau. Ja. Also da hat jemand dann scheinbar richtig gelegen, so einigermaßen. Ne? Ja, und ich meine, im Endeffekt hat das ja in dem Fall auch Vorteile. Ne? Du hast irgendwie Kontakt zu Leuten, soziale Connections, okay. Es hat dir Spaß gemacht. Du hast selber gesagt, schon Kreativität. Ne? Richtig. Wie ist es denn jetzt, also so, es ist ja schon so ein Sinn dahinter erkennbar. Okay, ich habe Menschen, die bei denen versuche ich zu schauen, okay, was können die denn und was liegt denen vielleicht auch? Wie ist denn dieser Begriff aus Unternehmenssicht oder Organisationssicht zu sehen? So, ne? Wir hatten, glaube ich, mal in einem Video davon gesprochen, so dieses klassische 9-to-5-Arbeiten, ich gehe einfach zu meinem Job, mache meinen Job und danach ist alles egal. Das hat sich ja ein Stück weit schon gewandelt. Ne? Richtig, ja, absolut. Potenzialanalyse im weitesten Sinne, also ich gehört dazu, ne, um halt dieses neumodische Arbeiten im Prinzip auf eine erfolgreiche Spur zu kriegen. Ich müsste tatsächlich mal gucken, was die Definition von Potenzialanalyse ist, wobei ich mich ungern mit irgendwelchen Definitionen aufhalte, weil das hat irgendjemand mal so bestimmt vor 20, 30 Jahren und ja, ne, das kann ja, hängt ja von der jeweiligen Umgebung ab und oder dem jeweiligen Unternehmen in dem Fall. Was du daraus machen kannst aus einer Potenzialanalyse. Und für mich ist Potenzialanalyse ein Zusammenspiel von vielen, ich sag mal, Instrumenten oder Mechanismen, vielleicht besser gesagt, die man in so einem Unternehmen halt haben sollte. Ja? Also dazu gehört zum Beispiel ein klassisches Talentmanagement. Ja? Mhm. Talentmanagement nicht verwechseln mit Performance-Management. Talentmanagement ist einfach eine Möglichkeit, wenn man es gut macht, wo der Mitarbeiter zum Beispiel einmal im Jahr die Möglichkeit hat, sich zu äußern, wie er gerade so seine Talente anwenden kann. Ne, das ist meistens, also das heißt nicht, dass man da nicht übers Jahr drüber spricht, aber es gibt meistens einen so einen Stichtag im Jahr, wo das dann passiert im Unternehmen, wo der Mitarbeiter sagen kann, okay, ich bin ausgelastet, ich kann meine Talente komplett einbringen, zum Beispiel, wenn du halt unfassbar kommunikativ bist, dann solltest du und im Schadensmanagement zum Beispiel arbeitest, wo du viel mit auch aufgebrachten Kunden vielleicht unterwegs bist und die dann beruhigen kannst und ne, wie auch immer. Dann hast du halt deinen Job quasi gefunden, weil dein Talent quasi da gerade, du dein Talent ausleben kannst, sagen wir es so. Das heißt, du gehst bei dem Talentmanagement in dem Fall schon einzelne, nennen wir es mal so, Talente, Positionen, Fähigkeiten durch und schaust bei Mitarbeiterin XY, wie, über einen gewissen Zeitraum gesehen, wie konnte der diese Talente ausleben, ja? So? Ja, im Prinzip schon, aber nicht ich schaue, sondern der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin macht es selber. Ja, also die wird aufgefordert, mit so einem kleinen Fragenkatalog, vielleicht 10 Fragen oder so, wo sehr gezielt oder spezifisch vielleicht dann auch gefragt wird, wie fühlst du dich in der und jener Situation? Kannst du täglich das anwenden, was du gerne machst oder wo du sagst, okay, da habe ich ein Talent? Oder aber auch, hast du ein verborgenes Talent, ein verstecktes Talent, was du noch nicht anwenden kannst? Dann teilst du uns mal mit. Und in erster Linie finden dann diese Gespräche darüber zwischen der direkten Führungskraft und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin statt. Und es ist immer ein Zusammenspiel von der Selbsteinschätzung des Mitarbeiters und was denn der Vorgesetzte sieht. Mhm. Also auch, es kann ja sein, dass der Mitarbeiter vielleicht ein Talent hat, was er selber gar nicht so wahrnimmt, warum auch immer. Weil es für ihn vielleicht so daily doing ist und für ihn ganz normal. Ach so, okay. Ja. Ja,
Und die Führungskraft sieht dann aber vielleicht von außen, also von der Außenperspektive, nochmal ein Talent, wo der Mitarbeiter selber gar nicht rausgekommen ist. Und dann gehst du halt in den Dialog. Und wenn dann dabei rauskommt, okay, der Mensch, der hat noch total verborgene Talente oder ja, weiß nicht, will sich vielleicht auch da in speziellen Sachen noch weiterbilden, dann geht es halt in Dialog oder ins Gespräch mit HR, wo geguckt wird, was können wir machen. Also haben wir einen Schulungskatalog, haben wir zum Beispiel, wo wir dann sagen, okay, ist da vielleicht erstmal so ein Kurs drin, der vielleicht eine Grundlage bildet. Ja. Oder wenn es jetzt zum Beispiel ist, okay, ich will mehr Verantwortung übernehmen, das Thema hatten wir auch schon mal, dass man dann sagt, okay, dann guck doch mal, ob du jetzt vielleicht neue Mitarbeiter onboarden willst, einarbeiten möchtest, denen alles zeigen möchtest, solche Geschichten. Ja, also das kann ja von bis sein. Also so kann man sich das also vorstellen. Das ist dann quasi auch so eine regelmäßige, sowohl quantitative Abfrage durch einen Fragebogen, ja, aber dann auch qualitativ, wo du mit den Personen ins Gespräch gehst. Absolut, ja, absolut. Also vielleicht ist es so ein bisschen, Nur wenn jemand jetzt irgendwelche Fragen beantwortet, nur um es gemacht zu haben und man das nicht nachhält oder da nichts draus macht, ja, dann kann man sich es auch sparen, ne? Also ja. Das ist schon ein Zusammenspiel von ja, qualitativ und quantitativ, wie du schon sagst. Für die jeweilige Stelle dann und natürlich immer auch für den einzelnen Mitarbeiter. Hm? Richtig, richtig. Und es kann natürlich auch rauskommen, also ich meine, wir haben ja letztes Jahr unfassbar viele Leute eingestellt, weil wir jetzt halt ein neues Unternehmen sind immer noch. Und wir haben jetzt die erste Runde Talent Management, hatten wir jetzt im Oktober letztes Jahr. Und haben jetzt im Januar das Thema Performance abgeschlossen. Und wenn du dann diese beiden Sachen kombinierst, Nine Grid, ne, erinnerst dich vielleicht, im Studium hatten wir das auch. Nine Grid ist halt so eine Einstufung von dem Potenzial oder Potenzial, Talent und Performance eines Mitarbeiters. Wo dann beim Talent zum Beispiel gibt es Deep Talent, Hybrid. Und der letzte Begriff fällt mir jetzt gar nicht ein. Das also wie so eine Art Matrix quasi, ne? Sozusagen, ja. Und wenn dann kam zum Beispiel bei uns jetzt raus, ich meine nicht nur durch das Systemische, es kam schon vorher raus, aber das Systemische hat das schon mal nochmal bestätigt, dass wir halt einige Mitarbeiter, die wir letztes Jahr auf eine Position eingestellt haben, in einer anderen Position eigentlich viel besser unterwegs wären. Und wo wir dann jetzt halt geguckt haben, okay, matchen wir das vielleicht nochmal um. Ne? Also das ist dann halt sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv, kann man sagen, also gesprächslastig, weil du halt mit den Mitarbeiterinnen ins Gespräch gehst und sagst, hey, könntest du dir vorstellen, also oder wir haben erkannt, hier hast du vielleicht noch so ein paar Defizite, wie auch immer, und wir haben festgestellt, dass du vielleicht in einer anderen Position einfach besser wärst. Und zu 90% ist das Lustige, dass die das selber auch so sehen. Ja, also zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die von der Schadensbearbeitung in so einen B2B-Bereich gegangen ist. Das heißt auch, da hat sie auch viel Kundenkontakt oder viel Kontakt mit Menschen, ist aber jetzt zum Beispiel nicht so, das Ganze ist nicht so systemisch. Ja, also sie hat ein paar Probleme mit den ganzen Anwendungen, mit den ganzen Softwareanwendungen, Office und wie es alle heißt und was wir da alles halt an Bord haben. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt. Und das ist in dem Bereich, wo sie jetzt arbeitet, halt eben nicht mehr der Fall. Und da kann sie sich komplett ausleben. Und da ist sie auch viel freier und blüht noch mehr auf. Und das war halt, ich habe es vor ein paar Tagen noch mit ihr gesprochen, sagt sie, beste Entscheidung ever. Das ist halt auch so, neben diesem ganzen Systemischen, was ich eben sagte, dass du einmal oder zweimal im Jahr so diese Abfragen machst, wie auch immer, sind das aber Sachen, die auch über Gespräche im Daily Business halt einfach vorher schon rauskommen. Ja, genau. Und da ist ja, bist du ja dann in dem Fall der HR-Manager durch deine Erfahrung, durch deine Intuition und vielleicht auch durch den systemischen, ganzheitlichen oder großen Blick, weil du halt weißt, ne, was es wo vielleicht gibt und wo es passen könnte, die Instanz, um dann zu sagen, okay, da wäre vielleicht eine bessere Option, oder? Nee, ja, nicht so ganz. Also ich verstehe, wo du hin willst, klar. Ja. Aber auch das ist ja Talent Management beziehungsweise Weiterbildung. Im Idealfall ist es ja so, dass die Führungskraft das erkennt. Ja, durch diese ganzen One-to-Ones und so weiter. Und wenn du jetzt eine Führungskraft hast, da gehen wir jetzt einen Step weiter, eine Führungskraft hat, die eben noch nicht so
affin ist für dieses Thema Personalentwicklung oder sensibel dafür ist, wie performen meine Mitarbeiter oder wie auch immer, dann ist es HRs Aufgabe, also meine Aufgabe und von meinen Kollegen, die Führungskräfte entsprechend zu trainieren, dahingehend diese Sensibilität zu erlangen. Weil als HRer bist du so weit weg von dem Daily Business, sag ich mal. Und ich habe echt von Tuten und Blasen, was in den Abteilungen angeht, was für Systeme die nutzen und so weiter, überhaupt keine Ahnung, also was dieses Tiefe angeht. Ja. Deswegen könnte ich das nie leisten. Also dementsprechend musst du halt Führungskräfte haben, die da ein vernünftiges Auge drauf haben und diese Leadership-Rolle halt auch wahrnehmen. Klar, unterstützen wir da und wir sind auch bei den Gesprächen dabei. Aber die Gesprächsführung und die Initiative kommt meistens von der Führungskraft oder halt auch vom Mitarbeiter. Hast du gesagt, das ist auch so gesehen schon, diese Matrix ist auch schon computergestützt, quasi wie so eine Matching-App, habe ich gerade an so eine... Ja, im Prinzip schon. Ja. Deswegen ist es halt ganz wichtig, dass du so ein Tool oder so eine Software halt nicht als das Maß aller Dinge ansiehst, weil du kannst die tollste Software der Welt haben, wenn du aber mit den Mitarbeitern nicht sprichst oder nicht zwischendurch auch schon sprichst, dann klar, gibt dir die Software irgendein Ergebnis anhand deines Ratings für Talent oder Performance und was da alles noch reinspielt. Aber darauf sollte man sich ja nie verlassen. Die Software arbeitet mit Einsen und Nullen. Ja, so. Ja, klar. Ja. Und das ersetzt kein Gespräch und das ersetzt keine Entwicklung oder keinen regelmäßigen Austausch. Mhm. Aber du hast recht, um das systemisch abzubilden letztendlich und auch in die Vergangenheit zu gucken, wie sich ein Mitarbeiter über Jahre entwickelt hat, ist eine Software super. Aber wenn die mir jetzt oder uns ein Ergebnis ausspuckt, haben wir immer noch die Möglichkeit, das nachzujustieren. Ja, wenn wir dann feststellen, hey, das passt überhaupt nicht, ja, was da gerade rauskommt, dann kannst du das Rating oder diese Eingruppierung auch immer manuell noch ändern. Und das ist halt dann, also man kann sich das so vorstellen, so ein Prozess, so ein Talent-Management-Prozess oder auch ein Performance-Management-Prozess, der geht startet immer mit der Selbsteinschätzung des Mitarbeiters und dann geht er insgesamt so 3 Monate bis zum finalen Abschluss. 3 Monate, okay. Ja, meistens schon, oder 2,5. Okay. Weil der Mitarbeiter schätzt sich ein, dann schätzt die Führungskraft den Mitarbeiter ein, dann spricht Führungskraft mit HR, man setzt sich dann zusammen und macht eine Kalibrierung, nennen wir das. Das heißt, verschiedene Führungskräfte kommen zusammen plus HR und es wird dieser Mitarbeiter kalibriert. Heißt, man spricht über das Rating, was der Mitarbeiter abgegeben hat, was die Führungskraft abgegeben hat und guckt dann, ob das passt, ob das matcht. Ja? Und wir machen es halt so, dass wir nicht nur die direkte Führungskraft mit reinnehmen, sondern auch Führungskräfte von außen. Okay. Die ja vielleicht den Mitarbeiter auch wahrnehmen, ne? Weil er halt irgendwie zu der eigenen Abteilung dann Schnittstelle ist oder wie auch immer. Oder um halt auch generell über die ganze Organisation eine gleichwertige Beurteilung hinzukriegen. Also quasi, dass du nicht irgendwelche Leute hast, die so Best Buddies mit irgendjemandem sind. Ja, genau, und sowas. Ja, okay. Und machen wir uns nichts vor, in jedem Unternehmen hast du Menschen, die oder Führungskräfte, die vielleicht nicht so objektiv sind, um das halt dann abzugrenzen. Ja? Und Ziel der ganzen Sache ist halt wirklich, dass du in dieser Kalibrierung, und das dauert halt auch lange, ne? Also da hast du Stunden, also manchmal diskutierst du über eine Abteilung 3-4 Stunden, wenn es jetzt, was ich, 10 Mitarbeiter sind, und dann hast du so ein finales Ergebnis. So, das ist aber auch dann final in Anführungszeichen, weil danach geht es natürlich mit dem Mitarbeiter ins Gespräch. So, dann geht die Führungskraft mit dem Mitarbeiter ins Gespräch. Es wird über diese Selbsteinschätzung diskutiert, es wird über die Einschätzung des Managers diskutiert und es wird über das finale Rating aus dieser Calibration diskutiert. Okay. Und dann werden auch Gründe genannt, warum, wieso, weshalb und wo sehen wir als Unternehmen Potenzial. So. Und dann hat der Mitarbeiter immer noch die Möglichkeit, nachher zu sagen, okay, bin ich nicht mit einverstanden, ich approve das nicht. Ja, kann ja auch sein. Passiert bei uns jetzt nicht, aber der Mitarbeiter hat auch nochmal direkt Einfluss auf. Aber klingt schon alles ziemlich aufwendig, gerade wenn man jetzt auf so eine Ebene geht von, sagen wir mal, kleinen, mittelständischen bis größeren Unternehmen, dann ist das natürlich schon eine sehr krasse Nummer und eine sehr individuelle Prozesse.
nur um dann im Ziel vielleicht jemanden zu haben, der, könnte man ja aus ökonomischer Sicht sagen, wo das ganze Organisation noch ein Ticken besser läuft, ne? Oder der Motor. Ne? Ja, ist das immer das Ziel? Nein, besser laufen. Es kann ja auch sein, dass schon alles tutti ist, dass alles super läuft. Dann hast du aber zumindest dieses Bewusstsein dafür und der Mitarbeiter hat auch das Bewusstsein dafür. Ja, das ist quasi auch so eine Art Feedback dann. Ja, also klar, Feedback sowieso, was ja stattfinden, immer, immer gerne und immer wieder. Aber es ist ja auch dann eine tolle Geschichte, wenn danach so einem Performance-Thema gesagt werden kann, hey, so und so stehst du und so sehen wir dich und das ist vielleicht noch zu tun. Ja? Ohne das, wenn du das nicht machst, also ich habe auch schon in einem Unternehmen gearbeitet, wo das nicht gemacht wird, das merkst du, das merkst du. Also ganz, es ist ja nicht das einzige Medium, aber es ist ein wichtiges Medium, so ein Talent Review oder Performance oder Potenzialbeobachtung, Analyse, ein Medium, das mit ganz vielen anderen Zahnrädern zusammen halt dann so eine Auswirkung Kultur, auf die Organisation hat. Eine Kultur schafft und eine Auswirkung auf die Organisation hat, ja, genau. Ja. Richtig. Ja. Also es ist aufwendig, aber das ist, der Nutzen daraus ist einfach sehr groß. Genau, das wäre ja auch noch so eine Frage. Also, habe ich dich zumindest so verstanden? Der Mitarbeiter ist in 90% der Fälle, sieht er das schon auch ähnlich, ja, hast du gesagt? Mhm. Und es wird natürlich auch immer natürlich geschaut, möchte die Person, dass das, kommen wir wieder zu deinem Beispiel mit dem Fußball zurück, ne? Wenn ich dich jetzt zwingen würde, unbedingt Fußball zu spielen, wäre wahrscheinlich nicht so von Erfolg gekrönt. Können wir gerne machen, aber. Als wenn ich dich frage, Alex, Mensch, Basketball wäre doch eigentlich besser. Ne? Ganz ehrlich, unter uns, ne? Wenn du mal mit mir in der Kneipe bist und da steht ein Tischkicker, nehme ich nicht in dein Team, weil das überträgt sich sogar auf den Tischkicker. Ich kann es einfach nicht. Ja, dann sind wir schon zwei. Ja, wunderbar. Toll. Wunderbar. Wenn wir dagegen gegeneinander spielen, wird das ein grandioses 0-0 nach 90 Minuten. Oh. Und in dem Fall, wenn wir in einem Team spielen, Minus und Minus ergibt nicht Plus in dem Fall. Nee, das, in dem Fall nicht. Nein. Leider nicht. Nein. Aber gut, heißt er im Umkehrschluss, dass ihr schon versucht, so, ich nenne es jetzt mal sehr, klingt immer irgendwie so ein bisschen blöd, das Maximale aus der ganzen Organisation anhand der Mitarbeiter rausholen, aber immer vor dem Hintergrund, der Mitarbeiter möchte das, ja, der sieht auch, natürlich, der sieht auch diese eigenen Potenziale und kann das auch ein Stück weit reflektieren, ne? Und sich selber einschätzen. Es gibt natürlich Menschen, die können sich halt eben nicht so gut selbst reflektieren. Das ist auch letztendlich eine Gabe oder wie auch immer. Ja. Narzissten zum Beispiel haben ein unfassbar großes Problem damit, sich zu reflektieren. Und das ist ja auch eines der größten Probleme für das Gegenüber eines Narzissten. So. Mhm. Natürlich hast du Abweichungen, ja. Oder anders, wenn du von 1 bis 5 zum Beispiel dich raten sollst in Kommunikation. So. Ja. Und du weißt eigentlich, boah, meine Kommunikation ist eigentlich richtig scheiße, ich raste regelmäßig aus oder bin zu introvertiert. Oder die Kunden sind sehr unzufrieden. Ne? Oder so. Ja. Würdest du dich dann selbst denn als unsufficient raten? Das macht keiner. Also ich würde es nicht. Ich würde wahrscheinlich in dem Fall so die goldene Mitte, solid oder wie auch immer, und würde dann im Gespräch mit meiner Führungskraft mal warten, was die denn sagt. Und dann würde ich aber agreeen, wenn die sagt, hey, haben wir noch eine Baustelle. So, ne? Also, Ist so ein bisschen dann dieses, ne, man schätzt sich meistens dann besser ein, ne? Man will vielleicht auch nicht dann so als der Schlechte dastehen und solche Geschichten. Das machst du für dich selber, ja. Also wenn ich mir persönlich, das ist ja viel Psychologie, wenn ich mir eingestehen muss, ey, da habe ich eine ganz große Baustelle, das ist tricky, das ist nicht mal einfach ja, so. Ja, das also, auch, das, ja. Ne? Ja. Ja. Darum geht es ja viel eher. Oder es gibt auch ganz viele Leute, die sich zu niedrig einschätzen.
Ja, es gibt mehr Leute, die sich zu niedrig einschätzen, als Leute, die sich überbewerten, sag ich mal so. Und da kannst du eine Doktorarbeit drüber schreiben. Also das versuche ich seit Jahren zu ergründen, warum das so ist. Eine Sicherheit ist ein Punkt, dieses, ja, ich kann mich jetzt hier nicht als outstanding hinstellen, obwohl ich eigentlich fest davon überzeugt bin, dass ich einen ziemlich geilen Job gemacht habe. Ich meine, umso schöner ist es dann ja, wenn die Führungskraft einen das bestätigt, ne? Also im Sinne von die Leute sind eher bescheidener, als dass sie zu Übertreibungen neigen, ja? Okay, wusste ich auch nicht. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ne? Also ja. Das hängt ja auch mal davon ab, was du, wenn du nur Narzissten im Unternehmen hast, Gott bewahre, würde ich niemals arbeiten, aber da hast du wahrscheinlich Übertreibungen noch und nöcher. Mhm. Also völlig wertfrei, ne? Aber das entspricht halt einem nicht Krankheitsbild, ist kein Krankheitsbild, aber dem Wesen eines Narzissten. Und da kann der Narzisst nichts für, weil es ist sein Wesen. Ja, ja, ja. Aber da würdest du wahrscheinlich solche Übertreibungen zuhause haben. Ja. Und dann ist es ja dann in dem Fall auch vernünftig, wenn irgendwie, ja, ihr, also es geht ja nicht nur in dem Fall um eine positive Entwicklung, sondern zum Beispiel auch in Unternehmen zu schauen, okay, wie kann ich denn eine Person, die vielleicht total falsch ist auf irgendeiner Stelle, erstmal irgendwo hinbringen, wo es, weiß nicht, sie weniger Schaden anrichtet. Ja. Das kann ja gerade in großen Organisationen. Ja. Ne? Natürlich. Aber das ist ja das, was ich eingangs sagte. Ne? Da ist so ein Talent und Performance und auch Potenzialanalyse ist ein Hilfsmittel, um das zu erkennen. Mhm. Aber eigentlich, wenn du einen guten Draht zu deinen Mitarbeitern hast, erkennst du das als Führungskraft ja vorher schon oder durch Kundenbeschwerden, dann erkennst du es vorher schon. Und es geht dann letztendlich darum, die Ressourcen, die man hat oder die Talente und das Potenzial, was man hat, insgesamt im Unternehmen, auf entsprechende Positionen zu setzen. Mhm. Darum geht es letztendlich. Und was ich gerade jetzt auch wieder festgestellt habe, wir hatten es eingangs, als die Kamera noch nicht. Mhm. Da hatten wir schon kurz drüber gesprochen, dass viele Unternehmen ja danach streben, nur High Performer zu haben, ausschließlich High Performer. Ne? So dass es quasi dann heißt, wenn jemand solid ist oder halt noch Potenzial hat, ne, also eine Stufe unter solid, dass dann direkt so, was ist das denn? So, ne? Die Leute muss es auch geben, weil die machen einen soliden Job, deswegen heißt es auch solid, das ist 100% erfüllt. 100% der Aufgabe erfüllt, die in der Jobbeschreibung steht oder was das Erwartungsmanagement angeht. Und nur weil das solid steht, heißt es nicht, dass die Person halt irgendwie einen scheiß Job macht oder so. Im Gegenteil, wie gesagt, 100%. Und du kannst nicht ein Unternehmen haben, wo du nur outstanding und nur over the top und so weiter, weil allein, wenn man so mal Perspektive 3 Jahre in die Zukunft, die Leute, die wollen sich ja auch entwickeln, wenn die so High-Performer sind, die wollen immer weiter. Und du hast aber vielleicht gerade nur 3 oder 4 neue Führungspositionen, zum Beispiel Entwicklungspositionen auf die nächsten 3, 4 Jahre. Wenn du aber die ganze Mannschaft hast, die absolut High-Performer ist, die hauen dir ab, weil du sie eigentlich entwickeln kannst. Also ja, oder es gibt halt Probleme innerhalb des Teams, weil du halt zum Beispiel so Alpha-Personen hast, die halt sich halt gegenseitig bekriegen. Ja. Das heißt, ihr versucht, sag du. Und das ist zum Beispiel beim ich habe es eben gesagt, wir haben ja so viele Leute eingestellt letztes Jahr und das war auch für mich ein sehr interessanter Prozess, diese Recruiting-Strategie dann mit den Führungskräften zu erarbeiten. Und wenn du dann, ich sag mal, für eine Position 5, 6 Kandidaten hast, die du dir rauspickst, wo du Gespräche mitführst, dann hast du vielleicht 2 dabei, wo du siehst, okay, das ist schon so mega krasses Potenzial, also beziehungsweise die sind auf dem Weg irgendwann in eine Führungsposition zum Beispiel oder sind High-Performer, das ist ja manchmal aus dem Gespräch schon raus, und hast die anderen 3 oder 3 andere Kandidaten, wo du siehst, okay, die sind eine gute Basis, aber es ist vielleicht schon absehbar, dass die niemals oder ne, wenn du ein älteres Semester haben, die auch ganz klar sagen, ich will einfach nur meinen Job machen, den mache ich gut, aber ich habe jetzt keine Ambition, irgendwie mich groß in Richtung Chefetage zu entwickeln.
Das ist dann ganz viel Fingerspitzengefühl und ganz viel Koordination, wie man dann diese Leute auch entsprechend unterkriegt. Mhm. Ja, weil es kann ja sein, du hast ein Gespräch und der ist super, du willst ihn unbedingt haben, mega krass Potenzial, hast dann noch ein Gespräch, wo das genauso ist, hast dann aber nur diese eine Stelle frei, wo du eben diesen High-Performer haben möchtest. Was machst du dann? Ne? Also das war echt eine mega krasse Gratwanderung im letzten Jahr. Und man muss einfach sagen, wir sind zum großen Teil zufrieden, wirklich, aber was ich eben sagte, da hört der Prozess ja nicht auf. Du musst halt dann gerade im ersten Jahr, wenn du die Leute einstellst, wirklich gucken, sind die da richtig? Oder habe ich eine andere Position, wo die einfach besser aufgehoben sind? Mhm. Ja. Oder wie entwickelt sich das Team? Es ist ja nicht nur die Position, genau. die Tätigkeit an sich, sondern auch wie performt oder wie arbeitet, könnte man ja auch sagen, ne, die Person in diesem jeweiligen Team. Ja. Und das heißt, ihr guckt, ihr fangt quasi, wenn wir jetzt nochmal auf den Begriff zurückkommen, Potenzialentfaltung fängt bei euch in dem Fall schon beim Recruiting an, bei dem Recruiting-Prozess. Absolut. Im Sinne von der generellen Zusammenstellung der jeweiligen Teams in einer Organisation, generelle Performance vom Unternehmen und aber auch immer zu versuchen, ne, die Teams gut durchzumischen, nicht überall Alpha-Tiere sozusagen zu haben, um quasi nicht nur das Optimale aus der Person rauszuholen, sondern im Endeffekt dann aus dem Unternehmen, ja? Genau, Person, du hast ja immer, ja genau, du hast es schön gesagt, du hast Person, Team, Unternehmen. So, und das ist ein Zusammenspiel. Wenn du ein Team hast, das nicht gut zusammenarbeitet, weil du halt meinetwegen nur High Performer hast, hat das Auswirkungen aufs Unternehmen, hat Auswirkungen auf andere Abteilungen. Ja, deswegen ist das wirklich ein ganz, ganz sensibles Ding. Und man sagt immer Employee Lifecycle. Ja, also ja, okay. diese ganzen Sachen, also von der Rekrutierung bis zum Austritt eines Mitarbeiters. So, und du hast, und das ist mir auch erst über die Jahre so bewusst geworden, du hast zu jedem Zeitpunkt in der Interaktion mit dem Mitarbeiter, sprich Recruiting bis zum Endgespräch, wenn er austritt, musst du so viele Sachen schon beachten. Du kannst nicht einfach, um bei dem Thema zu bleiben, Hauptsache, wir haben erstmal Leute, die wir einstellen. Ja, der sieht gut aus, der lebt auf Parts, ein netter Typ, stellen wir ein. Ohne, dass du dann schon im Hinblick oder schon im Kopf hast, okay, wie soll das Gesamtgefüge im Team aussehen? Wie soll das Gesamtgefüge im Unternehmen aussehen? Wo wollen wir hin in 5 Jahren mit dem Unternehmen? Was kommt noch an Stellen in den nächsten Monaten? Wie auch immer. Weil kann ja auch sein, dass man jemanden erstmal in Anführungszeichen parkt, haben wir auch gemacht. Dann gesagt, ey, die Stelle ist noch nicht frei, wir haben kein Budget dafür, wir würden dich, aber bevor du irgendwo was anderes hast, der Markt ist ja mach ja erstmal das. Ja. Komm erstmal ran, wir erklären das dann aber auch. Wir sind auch ganz offen und sagen dann auch, hey, du hast dann erstmal den Job, aber wir garantieren dir dann, sobald wir das Go haben fürs Budget der anderen Stelle, hast du die. Ja? So kann man es ja auch machen. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall, ich habe das ja auch, als ich mich, war schon länger eher mit dem Thema grundsätzlich Potenzialentfaltung beschäftigt habe, dann merkt man einfach, was da alles noch mitspringt. Allein dieses Thema Selbstreflexion, über das eigene Denken und Handeln überhaupt nachzudenken, da sind ja aus meiner Sicht schon ganz, ganz viele Menschen raus. Und das dann nochmal auf so eine Ebene zu bringen mit ganz vielen anderen Menschen, mit Teams, mit Unternehmen, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Jobs dranhängen, das steigt ja wieder mal die Komplexität, ne? Und du sagst es ja selber quasi gerade, dass es dir auch so im Laufe der Jahre bewusst geworden ist, dass das ein unglaublich aufwendiger Prozess ist, der sich aber, und das denke ich mal, nicht nur für die Person, sondern auch für das Unternehmen ja lohnt, über solche Sachen nachzudenken. Ne? Richtig. Das Thema ist halt, und da sind wir wieder bei diesem systemischen, es gibt für solche Sachen kein Geheimrezept, ne, oder keine Definition oder kein beschriebenes To-Do, weil das ist so individuell. Ne? Es kommt auf die Branche an, es kommt auf die Unternehmensgröße an, es kommt auf die Kultur an, es kommt auf die Leute selber an, es kommt auf die Führungskraft an. Es ist so viel an Stellschräubchen, die damit reinspielen. Dass ein System letztendlich, ein System lebt von Input.
Ja. System kann unterstützen, aber den Input selber musst du halt geben. Und da hilft dir kein Geheimrezept, weil das bringt nichts. Ja, du kannst es in diesem Unternehmen läuft super, im nächsten Unternehmen funktioniert das ganz anders. Genau, da sind wir ja so ein bisschen auch, und der Punkt spielt da auch mit rein, Kommunikationskultur in einem Unternehmen. Wenn es einfach so eine Kultur gibt von, es wird gar nicht groß, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, über Fehler gesprochen, dann kann es ja viel, viel weniger dazu kommen, dass du irgendwie merkst, dass da in Abteilung XY oder der Vorgesetzte, dass da irgendwie was falsch läuft. Ja? Richtig, ja, richtig. Also Fehler, Feedback, also Fehlerkultur, Feedbackkultur, weil machen auch einige Unternehmen leider Gottes noch, der Mensch macht einen Fehler, was normal ist, wir sind Menschen, und dann macht er noch einen Fehler und macht noch einen Fehler, weil die Führungskraft sich denkt, ja, ich warte jetzt bis zu meinem nächsten One-to-One mit dem oder bis zum nächsten Jahresgespräch und knall ihm dann das vor die Brust. So, macht überhaupt keinen Sinn, weil dann kriegt der Mitarbeiter die geballte Ladung, ist komplett frustriert und man hätte es einfach, indem man nach dem ersten Fehler darauf hingewiesen hätte oder nochmal gezeigt hätte, wie es richtig geht, im Unternehmen was Gutes getan, weil Folgeschäden wären ausgeblieben und der Mitarbeiter hat die Sicherheit, aha, ja gut, da habe ich jetzt falsch gemacht und jetzt mache ich das halt richtig. So. Ja. Also da hängt ja ganz, ganz viel dran, wirklich vom Sinne von, die Person ist unzufrieden, warum auch immer. Diese Unzufriedenheit zieht sich über einen ganzen Zeitraum. Die Person macht ja trotzdem weiter ihren Job oder fällt sogar aus, ist krank. Neigt vielleicht dann auch eher zu sagen, gehe ich zum Arzt, hole einen Krankenschein. Es hat vielleicht Auswirkungen auf Kunden, weil die Person einfach gefrustet ist. Ne? Also wiederum Auswirkungen auf die ganze Person. Und man kann es. Warte, einen Satz noch. Und gerade weil die Person so lange dann frustriert ist, hat es ja auch wieder individuelle Auswirkungen auf das zum Beispiel Familiensystem, dass du den Ärger mit nach Hause nimmst. Ne? Absolut. Oder auch auf die Kollegen. Weil die Kollegen auch, die sehen ja auch, der macht einen Fehler und der Kollege muss es vielleicht ausbügeln. Der Kollege nimmt es dann auch wieder mit nach Hause aus die Familie. Hier, der Sebastian Flack, der ist Vollhung, wusste ich immer, aber jetzt hat er einen Vogel abgeschossen. Ja. Das ist halt scheiße. Also deswegen, man kann, also Kommunikation ist alles. Ohne Kommunikation, das machst du auch im Alltag auch. So, wenn du ein tolles Mädel, hier, Edeka eine Kasse. Ne? Sympathische Person, wenn du die nicht ansprichst und fragst, dann wird es nichts. Ne? Dann wird nichts. Also wahrscheinlich, wenn ich so rede wie jetzt gerade, dann wird es auch nichts. Dann wird es nichts. Nein. Ja, ich habe was. Ja, ich habe was vor. Aber Fragen kann man ja mal. So, ja, ne? Also, ja. Und im Unternehmen ist es auch so. Und man kann es vielleicht auch als transparent sehen. Sei einfach transparent in deiner Kommunikation. Sag, wenn was doof war, sag aber auch, wenn was gut war. Kommuniziere das, was im Unternehmen auch gerade so passiert. Dafür haben wir zum Beispiel regelmäßige All-Member-Calls. Ja? Also mindestens einmal im Monat, weil wir zusammenkommen, wo wir dann auch erzählen, vom Management-Team, was ist gerade Phase, was gibt es Neues aus der Zentrale oder von unseren Investoren, wie auch immer. Wenn das nicht gemacht wird, sowas, dann hast du nachher auch wieder, weil das ist vielleicht Potenzialentfaltung des Unternehmens, kann man jetzt gerade vielleicht mal sagen. Mhm. Das Unternehmen hat das Potenzial, weil die Strukturen einfach so sind, sehr offen seinen Mitarbeitern gegenüber zu sein, sehr transparent zu sein, sehr kommunikativ zu sein. Dieses Potenzial nutzen wir. So. Es kann aber ja auch sein, dass es ein Unternehmen gibt, wo dieses Potenzial nicht vorhanden ist und dann überträgt sich das auch wieder auf die Mitarbeiter. Dann sind die unzufrieden, weil keine Transparenz herrscht. Ja, im Sinne von auch, es wird eine gewisse Kultur erstmal vorgelebt, dass es okay ist, dass es wichtig, richtig, nicht nur okay ist, dass es gewollt ist, Fehler anzusprechen, dass wir aktiv... So. Ne? Und auch das startet beim Recruiting. Ja. Weil wir geben im Recruiting schon das Gefühl, auch über seine, was kannst du denn nicht so gut zu sprechen? Oder was bringt dich auf die Palme? Das war mir Standardfrage. Ich habe schon mal gesagt, was bringt dich auf die Palme? Ich will nicht wissen, was deine fünf Fehler sind oder deine fünf Stärken. Ich will wissen, was dich auf die Palme bringt und wie du damit umgehst. Mhm. Ja, daraus kannst du ja ganz, ganz viel lesen schon oder erkennen. Aber im Recruiting selber zeigen wir so schon, wie wir ticken. Ja? Und da, wie gesagt, da beginnt das Ganze. Wenn du da versagst, dann ja, als Recruiter oder als Unternehmen, dann hast du nachher die Arschkarte und darfst dich auch nicht beschweren, wenn jemand dann irgendwie sagt, ja, habe ich mir mal anders vorgestellt. Ja. Und das ist, glaube ich, was das auch noch so, also zumindest
wüsste ich jetzt nicht, gönn dir, wüsste ich jetzt nicht viele Organisationen, wo das so wirklich, wo es so eine Art, ja, man kommt diesem Optimalzustand nahe Zustand gibt, weißt du, das ist ja alles noch so Sachen, gerade vielleicht in Verwaltungen, in Unternehmen, die es schon sehr, sehr lange gibt, wo alles sehr, sehr fest, sehr, sehr eingefahren ist, wo dann solche Themen wie Potenzialentfaltung, wir gucken mal, wo die Person vielleicht besser hinpasst, da gibt es, glaube ich, auch noch viel Spielraum nach oben, oder? Absolut, natürlich. Aber man darf halt nicht vergessen, die Leute, die wir eingestellt haben, haben wir eingestellt, die sind zu uns gekommen, weil wir zu deren Charakter passen. Okay. Ja, open-minded, go forward, ausprobieren, testen, miteinander, Kultur, Kommunikation, wie auch immer. Haben sie bei uns gesehen, kriegen wir da, also fangen wir bei dem Unternehmen an. Mhm. Es gibt natürlich auch Menschen, die einfach ganz anders sind, die einfach vom Typ her ganz anders sind, die das gar nicht wollen oder auch so dicke mit den Kollegen und so weiter. Und die sind dann vielleicht auf dem Amt oder ich habe nie auf dem Amt gearbeitet, ich weiß es nicht, ne? Aber diese Unternehmen, die du eben beschrieben hast, gibt es ja auch. Das hatte ich mich auch so also individuell gefragt. Es gibt ja Menschen, die erstmal augenscheinlich sich sagen, okay, für mich ist es in Ordnung, einen Job zu haben, der mich jetzt gar nicht erfüllt. Ich gehe einfach nur dahin, mache meine Arbeit. Ja, so, ne? Ja, ja. Und dann frage ich mich immer so, ist das wirklich so oder kennst du nur nicht diesen Zustand, wie viel besser es sein könnte? Pass auf, Beispiel, ich bin auch wieder sehr kreativ. Ich bin ja in Osnabrück geboren. So, ich habe in Osnabrück auch meine Ausbildung gemacht und bevor ich nicht ins Studium gegangen bin, in die schöne Stadt Nordhausen, war für mich klar, ich bleibe in Osnabrück, warum soll ich hier weg? Was ist doch schön hier. Mhm. So, dann bin ich nach Nordhausen, danach bin ich nach Hamburg und dann habe ich mal gesehen, dass es auch andere Städte gibt, die sehr schön sind. Ja. Und da hat Osnabrück leider nun mal kläglich gegen abgestunken. Heute stehe ich da und sage in Osnabrück nie wieder dahin zurück, weil ich halt Großstadt oder anderes Leben mittlerweile kenne oder erfahren habe, wie das sein kann, mit so vielen vielleicht Angeboten, hab den Rhein vor der Tür, wie auch immer. Passt zu dem, was du gerade sagtest, weil die Leute, die sowas nie kennengelernt haben, wenn ich in Osnabrück geblieben wäre, wäre das wahrscheinlich nach wie vor meine Traumstadt, weil ich nichts anderes kenne. Ich kenne auch noch Leute, die noch da sind und die sagen, warum soll ich hier weg? Ja. Weil man ist einmal dort drinne, man kennt dort Leute, es ist so sein Safe Space, man hat vielleicht einen Job, aber man weiß, man hat noch gar nicht die Chance gehabt, überhaupt zu wissen, zu erfahren, wie viel besser es sein kann. So, also ne, dieses Thema Erfahrung machen. Und das kannst du, glaube ich, ja nicht nur in dem Fall auf Job anwenden, sondern auch auf Location in dem Fall, auf Beziehung oder halt auch auf andere Erfahrungen, die man so macht im Leben. Ne? Ja. Beziehung, tolles Beispiel. Wenn du eine Beziehung hast, deine erste Beziehung hast und eigentlich funktioniert gar nichts. Der Sex ist scheiße, die Kommunikation ist scheiße, deswegen ist der Sex wahrscheinlich scheiße, wenn man nicht drüber spricht. Man hat keine gemeinsamen Hobbys, man fährt nicht zusammen in Urlaub, wie auch immer, aber man hat eine Beziehung. Ja. Ist toll, super. Ja. Hab nie eine andere Beziehung kennengelernt, super. Ich habe eine Beziehung, bin glücklich. Ja. Ja. Wenn du da rauskommst, einer stirbt oder wie auch immer, du hast eine neue Beziehung und merkst dann, boah, krass. Wie anders das sein kann, genau. Ja. Es sind alles Erfahrungswert. Und gerade beim Job, das zumindest merke ich das, dass das bei vielen Menschen genau dieses Thema ist, dass sie nie wirklich eine. Ja. Vielleicht haben sie andere Erfahrungen gemacht, aber sie haben nie so eine Erfahrung gemacht, wo ja sie einen Job hatten, wo sie sich mit identifiziert haben, wo sie gesagt haben, ich gehe gerne zur Arbeit, wo sie gerne den Kollegen und Kolleginnen geholfen haben vielleicht auch. Ne? Oder wo sie sich, und das schwingt ja auch noch so ein bisschen mit bei diesem Thema Potenzialentfaltung im Unternehmen, wo sie sagen konnten, ich kann mich mit dem Unternehmen, mit den Werten identifizieren. Ich stehe da auch so persönlich dahinter. Das hat ja auch nochmal einen Punkt. Ne? Auch das, ne? das meinte ich eben mit der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat sich Mitarbeiter hat sich das Unternehmen ausgesucht. Ja, weil er gemerkt hat, okay, die Werte passen, die das Unternehmen hat, passen zu meinem Wesen. Ne? Ja.
Aber auch das, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo du eben nicht diese Wertekultur hast und nicht diese Gesprächskultur hast und vielleicht gar nicht weißt, dass du hier Potenziale hast, die du nicht ausleben kannst, weil es dir noch keiner gesagt hat oder genau, du selber gar nicht die Möglichkeit bekommen hast, dich da zu reflektieren und das mal niederzuschreiben, sodass dir nicht aufgeht, dann weißt du es nicht. Und dann bist du vielleicht glücklich, weil du denkst, ja, okay, so ist Arbeiten mal. Genau. Ja? Genau. Und du hast nur diesen einen Zustand der Unzufriedenheit, weißt aber gar nicht, dass das so unzufrieden ist. Du hast vielleicht so ein inneres Gefühl, irgendwie, irgendwas aber nee, die falsch, anderen sind ja, genau. Die anderen sind ja auch unzufrieden, ne? Oder glücklich. In Anführungszeichen. Schlimm ist es tatsächlich, wenn du von einem Unternehmen weggehst, wo ist einfach so eine, wo du dich eigentlich sehr wohl gefühlt hast, möchtest aber vielleicht irgendwann nach 10 Jahren mal was anderes sehen, was da völlig legitim ist, und kommst dann in ein Unternehmen, wo dir das vorgegaukelt wird, das ist auch ganz toll, super geil. Und stellst dann aber an Tag 2 fest, dass es eben genau das Gegenteil ist. Ja? Dann bist du ganz schnell wieder weg da. Das ist mir selber passiert. Ne? Ja, und dann habe ich gekündigt. Weil das nimmst du dann nicht mehr in Kauf. Genau. Wenn du einmal, das ist auch wieder so wie bei der Beziehung, man kann das echt gut vergleichen, wenn du einmal gemerkt hast, wie viel besser es laufen kann, dann willst du ja nie wieder hin in so einen unzufriedenen Zustand. Das ist ja totaler Quatsch, ne? Aber du musst halt erstmal diese Erfahrung machen. Ne? Richtig. Deswegen ist es ja auch so toll, finde ich persönlich, dass wir mittlerweile auch eine Kultur in Deutschland oder eine Offenheit haben für einen Lebenslauf, der auch vielleicht 2 Seiten lang ist, obwohl man erst 30 ist, weil man halt schon viele Stationen gesehen hat und nicht mehr so dieses alte Denken, Moment, der war immer nur 1,5 Jahre im Unternehmen, warum ist denn der da wohl gegangen, eventuell sogar? Das ist normal heute. Mhm. Ganz ehrlich, die Leute wollen was Neues sehen, ein Unternehmen lebt ja auch von einer gesunden Fluktuation, weil du musst irgendwann frisches Blut haben, weil egal wie toll du aufgestellt bist und wie was für einen coolen Mindset du als Unternehmen hast, weil deine Mitarbeiter alle so einen coolen Mindset haben, wenn du 20 Jahre lang immer nur in diesem Grüppchen zusammenarbeitest, dann glaubst du bist noch super geil unterwegs, aber das Mindset draußen ist vielleicht ein ganz anderes. Hat sich komplett geändert. Man wieder frisch spinnt. Ja. Ne? Von daher, also klar, wenn du eine Fluktuation hast von 15% nach der ersten 6 Monate, dann solltest du dich als Unternehmen fragen, mache ich ja alles richtig. Aber wenn über das Jahr gesehen mal so 1-2 Leute sagen, hey, ich finde es toll hier, aber ich will aber mal ein anderes sehen. Schade, dass du gehst und alles Gute und toll, dass du da warst und danke, aber ich kann es verstehen, dass du auch mal was anderes sehen möchtest. Ja, ist so. Ja, in dem Sinne halt so dieses... Ja, einfach entwickeln wir uns, ne? Und in dem Sinne ist es ja dann auch gut, wenn es dann so Menschen wie dich geben, die vielleicht anderen sagen, hey, oder die Leute bestärken und sagen, yo, guck dir doch mal diese oder jene Richtung an, weil sie vielleicht nie jemanden hatten, der sie bestärkt hat. Du hast ja selber gesagt, ne? Es gibt so diese verborgenen Talente, ne? Wo du erstmal jemanden brauchst, der eine gewisse Erfahrung hat und sieht, ah, okay, da könnte was sein, ohne dass du selber drauf kommst. Das gibt ja so diese beiden. Ne? Ich würde jetzt niemals hingehen und dir jetzt hier, Basti, moin, was geht, in der Mittagspause sagen, Basti, du sollst mal überlegen, ob du dich generell in eine andere Richtung, in ein anderes Unternehmen entwickelst. Würde ich dir nicht sagen. Ne? Also ich möchte ja, dass du bleibst. Aber ich verstehe, was du meinst. Ne? Also, dass man halt wirklich, wirklich aktiv darüber spricht, wo jemand seine Stärken hat. Und jetzt, ich muss es jetzt noch mal einmal aufgreifen, weil ich habe es, glaube ich, das 5. Mal sonst vergessen. Sehr gut. Stärken. Genau. Man ist halt weg von diesen, und das ist halt bei so einer Potenzialanalyse auch wichtig, das Mindset dafür zu haben. Kein Mensch ist in allem perfekt. Ja? Und vor, ich sag mal, vor 10, 15 Jahren wurde dann in so einem Jahresgespräch, ja damals, man sagt nur so, keep, start, stop. Das ist sind so meine 3 Schlagwörter. Also du sagst quasi erst, okay, keep, also was du behalten solltest, von dem, was du schon tust. Start, ey, fang da und da mal mit an, und stop, lass die Scheiße mal sein. Früher hätte mal, oder konzentriere dich nicht darauf, konzentriere dich auf das Keep und Start. So.
Früher hat man halt ganz oft in so einem Jahresgespräch klar über die Stärken gesprochen und das lief gut. Man hat aber auch immer und über Jahrzehnte teilweise mit Mitarbeitern gesagt, das kannst du aber nicht. Genau. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Der Mensch kann das aber vielleicht einfach nicht gut, weil er das einfach nicht kann. Weil nicht jeder ist so mega extrovertiert wie du und ich vielleicht, sondern viele sind halt einfach introvertiert. Und da 10 Jahre drauf rumzuhacken, dass jemand introvertiert ist und lockerer werden soll und offener und noch mehr kommunizieren soll. Machen Sie mal ein Rhetorikseminar, was ist los? Der Mensch ist halt so, der lass den doch. Konzentriere dich doch mit ihm gemeinsam darauf, was er gut kann. Ja. Bau das aus, da hat der Mensch viel mehr von, das Unternehmen viel mehr von, als da auch noch irgendwie Energie in die Schwächen reinzustellen. Genau, es profitieren im Prinzip alle davon, ne? Weil du hast es ja schön gesagt, Stärken. Und so hast du wahrscheinlich immer noch heute viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja genau Tätigkeiten in einem Unternehmen tun, wo sie gar nicht dahinter stehen, die sie nicht gerne tun und wo sie vielleicht fast schon sogar gezwungen werden, die zu machen. Ja. Aber du hast halt auch da Mittel und Wege, und das ist das nächste Tool und das nächste Zahnrad, sowas ja auch rauszukitzeln. Ne? Weil es kann natürlich sein, Mitarbeiter kommt oder hat kein Vertrauen zu seinem Chef und ist deswegen in so einem Gespräch über Potenzial oder über Talent nicht so offen, dass er sagt, da sehe ich mich eher nicht, sondern ich würde eher das und das machen, weil er einfach kein Vertrauen hat. Es gibt aber natürlich, haben wir jetzt bald, anonyme Mitarbeiterbefragungen, wo du das über einen externen Partner oder externen Dienstleister diese Befragung einsteuerst, auf komplett anonymer Basis. Also es kann auch nicht durch keinen nachvollzogen werden, wer welche Antworten gegeben hat. Da kriegst du Auswertung für das Team. Aber es wird nie irgendwo stehen, der und der hat das gesagt. Aber wenn jetzt zum Beispiel rauskommt in so einem Jahresgespräch, Talent Management, wie auch immer, hey, ich habe hier nur Hypos und also High-Potential-Kandidaten und sind auch alle total happy, weil die mir das im Gespräch gesagt haben. Und dann kommt aber in der Mitarbeiterbefragung raus, Abfuck, du bist überall rot, liebe Führungskraft, was ist denn da los? Wie kommt das denn, dass deine Mitarbeiter mit dir nicht offen reden können? Also wo ist das Problem? Ja, also das Tool ist, das sollte man auch so, ich sag mal so 18 Monate, alle anderthalb Jahre mal machen, eine anonymisierte Mitarbeiterbefragung, wo du auch ganz gezielt so 20, 30 Fragen stellst und teilweise auch mit Freitext, wo die Mitarbeiter halt anonym sagen können, was wirklich Phase ist. Und ohne da Daten zu haben, aus dem Gefühl raus, würde ich schon sagen, das wird bei ganz vielen Organisationen nicht gemacht. Ich bin wirklich gespannt, was bei uns rauskommt, weil wir waren mit unseren Gesprächen so, was ich eben sagte, letztes Jahr mit Talent, jetzt aktuell gerade abgeschlossen Performance, sehr gut unterwegs. Wir haben letztes Jahr Kununu implementiert und haben klar Werbung dafür gemacht, dass bitte Bewertungen abgegeben werden. Das ist dieses anonyme Tool, oder was? Nein, Kununu ist, Kununu ist das kommt, oder es gehört zu Xing quasi, das ist eine Plattform im Internet, kurzweilige Geschichte, aber es ist eine Plattform im Internet, wo du quasi als ein Unternehmen bewerten kannst, als Arbeitgeber. Ach so, okay. Und zwar nicht nur als aktiver Mitarbeiter, sondern auch als Azubi oder als Bewerber, der ein Gespräch hatte oder halt auch als ausgetretener Mitarbeiter. Okay. Und das haben wir letztes Jahr implementiert. Und haben Werbung gemacht dafür, dass die Leute halt bitte eine Bewertung abgeben. Haben aber auch explizit gesagt, ey Leute, wir wollen hier keine Fake-Bewertung, sagt uns einfach eure Meinung. Auch das ist anonymisiert. Ne? Also du kriegst niemals raus, wer was geschrieben hat. Und sagen das auch in unseren Bewerbungsgesprächen, auch zum Beispiel bei Leuten, die wir dann vielleicht nicht einstellen, sagen wir, hey, wir würden uns trotzdem freuen, wenn du da uns Feedback gibst, wie hast du das wahrgenommen, wie hast du dich im Gespräch gefühlt und so weiter. Und wir sind da so gut unterwegs, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Okay. Ernsthaft. Ne? Also völlig, völlig krass und echt wirklich auch aussagekräftige Bewertungen, wo jetzt nicht einfach nur Sterne angehakt werden und kein Text darunter, sondern wirklich auch Begründungen, warum der Mensch uns jetzt positiv bewertet hat. Und ich meine, der Schnitt liegt da, sagte, ich habe mal bei Xing angefragt, dass die der Deutschlandschnitt ist, jetzt gar nicht mal auf unsere Branche bezogen, sondern wirklich der Deutschlandschnitt auf alle Unternehmen, die da sind, der liegt bei 3,8 Sternen, was eigentlich ja schon relativ gut ist.
Und wir sind bei 4,7 oder 4,8. Und das, ja, das klingt gut, ja. Wahnsinn. So, mhm. und aber auch da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, klar. Aber wenn du nachher Kununu, Mitarbeiterbefragung, Talent Performance zusammennimmst und das gesamtheitlich betrachtest, ja. Ja. Was kommt da raus? Das ist spannend. Das ist spannend. Mhm. Und da musst du halt die Spitzen kappen, ne, wie beim Skispringen. Ne? Die schlechteste und die beste Bewertung wird da rausgenommen. Mhm. Dann hast du die Mitte, die aussagekräftig ist. Und da bin ich wirklich gespannt, was da rumkommt. Also da habe ich richtig Bock drauf, mir das anzugucken, auszuhören. Mhm. Ja. Aber ist so jetzt aus der Sicht, weil, wie gesagt, wir sprechen ja heute das erste Mal so relativ intensiv über das Thema. War mir auch gar nicht so klar. Da seid ihr ja schon in Sachen jetzt Potenzial. Entfaltung des Unternehmens relativ weit, oder? Ja, absolut. Also ich würde sagen, ja, weil ich halt auch die also für Deutschland, ich habe auch den Vergleich zu anderen Ländern, wo es uns gibt, weil ich dann sehr intensiven Austausch habe mit deren HR-Lern. Und ich sehe schon, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben massig Baustellen. Wir haben massig Baustellen und wir könnten noch besser sein, wenn wir zum Beispiel unsere Strukturen in den Griff kriegen oder unsere Software-Systeme in den Griff kriegen, weil die einfach immer noch nicht rund laufen. So, momentan ist es tatsächlich so, dass was man das auch manchmal spürt, dass die Leute halt deswegen schlechte Laune haben. Mhm. Ja, warum funktioniert das immer noch nicht? Kann auch noch nicht wahr sein. Aber wiederum positiv daran ist, die Leute äußern sich darüber. Mhm. Die sagen, ja, so und so könnte man es besser machen. Und geben dieses Feedback und sitzen halt nicht nur da und sagen, funktioniert noch nicht, da drücke ich halt wieder auf den Knopf, lock mich aus. Ja? Was ich damit sagen will, wir haben als Unternehmen noch ganz viel Potenzial, um besser zu werden. Was okay ist, weil uns gibt es ein Jahr erst, aber und wir sind wirklich mit dem Business sofort gestartet, ohne dass wir halt die Strukturen und Prozesse dahinter hatten und so weiter. Und dafür, wenn man sich das wieder so in Erinnerung ruft, sind wir toll unterwegs, muss ich schon sagen. Ne? Mhm. Aber Potenzialanalyse ist ja auch wenn man das aufs Unternehmen betrachtet, gesehen eine Geschichte, wo wir einfach besser werden wollen müssen. Mhm. So. Mhm. Ne, wir haben Potenzial, besser zu werden. Ne, wir haben das Können, um besser zu werden, sagen wir es so. Wir haben die Stärken dafür. Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir es irgendwie geschissen haben. Ja, und es ist ja auch, wenn du es so gesamtgesellschaftlich betrachtest, wenn du eine Organisationskultur hast, wo halt Fehler angesprochen werden, wenn du Unternehmen hast, wo vernünftig kommuniziert wird, wo es Wertschätzung gibt, wo du ein gewisses Maß an Reflexion hast oder wo du solche Menschen hast, die natürlich dann nach den individuellen Talenten gucken im Hinblick auf die generelle Performance vom Unternehmen, umso mehr hast du ja auch an positivem Output, nenne ich es jetzt mal, für die Gesellschaft. Ne? Richtig. Gerade wenn du, gerade wenn du ein Unternehmen bist, was vielleicht, keine Ahnung, irgendein Dienstleister ist, in irgendeiner Serviceleistung für, weiß ich nicht, in der Pflege, in irgendwelchen zwischenmenschlichen Geschichten. Ne? Das hat ja auch sehr, sehr Out, ja, oder das. Ja. Nee, klar, natürlich. Also ein bisschen übertrieben gesagt, könnte man sagen, also es ist wirklich übertrieben jetzt, aber es ist nur so ein Gedanke. Bitte übertreib. Mache ich ja gerne, ja. Ne? Muss ich ja wirklich sagen, ich überspitze Sachen und habe mich gerne. Wenn alle Unternehmen ihre Mitarbeiter ganz toll glücklich machen, dann haben wir weniger Probleme in der Gesellschaft. Ja. Und das würde ich, so, weiß ich, also, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, weil du hast ja, also keine Ahnung, nehmen wir mal so, ne, Tag hat 24 Stunden, du arbeitest 8 Stunden, schläfst 8 Stunden und hast 8 Stunden Freizeit. Und wenn schon die 8 Stunden Arbeiten scheiße sind, ne, ist schon mal nicht gut. Ne? Jetzt sagen wir mal, die sind wirklich super, die 8 Stunden, dann hat das ja auch Auswirkungen auf deine anderen sozialen oder aufs Familiensystem in dem Fall, wo du vielleicht auch Kraft schöpfen kannst, um was anderes aufzufangen. Ja. Ne? Wenn beide Partner in einem immer schlecht gelaunt nach Hause. Ja. Weil der Tag wieder doof war. Oder ne? Mobbing. Ja, ganz verbreitet. Ja. So, dann sitzen die abends dann beim Essen. Vielleicht gemeinsam, wenn sie sich denn gegenseitig noch ertragen können mit ihrer schlechten Laune. Was machen sie? Sie berichten von ihrem Alltag. Der Alltag ist scheiße. Also man zieht sich dann, oder der Arbeitsalltag. Man zieht sich dann gegenseitig wieder so ein bisschen runter. Und
man merkt es nicht. Ne? Also man sagt dann, hey, ja. Man ist ja schon unten. Man ist ja schon unten. Ne? Man ist schon unten. Und dieser Austausch darüber soll ja auch stattfinden, weil du möchtest, dein Partner ist ja auch ein Ventil im Prinzip. Ja? Und das soll ja auch so sein. Aber unterbewusst machst du dir dann im Prinzip die gemeinsame Zeit nach dem doofen Tag, machst du dir kaputt. Ja. Ja, genau. Und das ist halt, ich meine, das ist jetzt wirklich auf einem sehr, also wirklich sehr weit gesponnen, ne? Aber letztendlich ist es so. Also ich habe es auch schon erlebt in einer vergangenen Beziehung. Ja, ich hatte schon mal eine Freundin. Und da war es halt auch so, dass man sich dann zu viel darüber ausgetauscht hat. Und das war halt ein Unternehmen, wo es halt nicht so toll war. Und da, ich würde jetzt einfach mal so frech sein zu behaupten, dass das Anteil an der Trennung hatte, letztendlich, weil du dich halt gegenseitig im Prinzip nur abgefuckt hast. Ja. Mit solchen Aussagen. Ja. Ja. Ah ja, Alex, Mensch, wichtiges Thema. Was haben wir gelernt heute? Potenzialentfaltung. Moment. Was hast du vor? Wir haben schon eine Stunde. Wolltest du einen Abspann übergehen? Ich habe ja noch das Thema. Du hast noch was? Lass mich. Unternehmenstreue, Bindung ans Unternehmen. Ach so, wolltest du noch? Ja, sag, hau raus. Ganz kurz nur dazu, ne? Weil dieses Talent oder, sagen wir, um dabei zu bleiben, Potenzialanalyse, Talentmanagement und so weiter. Wenn ein Mitarbeiter merkt, okay, das findet regelmäßig statt, ich bin im Austausch und so, ich fühle mich wohl und so weiter, bleibst du ja da im Unternehmen. Ja? Das Unternehmen dankt es dir dann im Prinzip wieder mit, okay, ja, Entwicklung oder, keine Ahnung, der Kohle. Ja, ist ja auch, ja. Ja. Und diese Unternehmenstreue erreichst du eigentlich heutzutage nur, wenn du ein vernünftiges Talentmanagement, vernünftige Potenzialanalyse hast, individuell auf die Leute eingehen kannst, die nötigen Mechanismen und das nötige Wissen dafür hast, das zu tun, die richtigen Führungskräfte dafür hast, richtige HR-Abteilung, richtigen Manager, richtige Zentrale, also die ganzen Zahnräder wieder. Ja. Weil sonst, wie gesagt, ich habe es eben angesprochen, 15% Fluktuation in der Probezeit und nicht, weil das Unternehmen gekündigt hat, sondern weil die Mitarbeiter gegangen sind. Das ist schon heftig. Ne? Und das war ein Unternehmen, wo man nach außen hin gesagt hat, wir sind so toll miteinander, wir haben ganz viele Websites, wo wir uns alle im Arm haben und so weiter. Genau. Und alle lachen künstlich und stehen da mit der eine mit dem Kuli und malt was und der andere sitzt am Laptop mit einem darüber gebeugten Chef und alle grinsen sich ein zweites Arschloch. Aber leider ist es halt in der Praxis ganz anders. Ja. Dann hauen die Leute ab und die Leute kommunizieren, dass es in der Praxis ganz anders ist. Auf Kommune zum Beispiel, habe ich auch gemacht. Grüße nach Köln. Das funktioniert nicht. Ja. Ja, und vor allem hast du ja dann irgendwann auch eine gewisse, wenn das ein großes Unternehmen ist, Reputationsverlust massiv, ne? Ja, absolut. Natürlich. Ja. Also du machst dich ja selbst lächerlich. Ja. Ja, das nur ganz kurz dazu. Sebastian, jetzt darfst du in den Abspann übergehen. Ach, das ist alles gesagt, oder? Ja, was haben wir denn gelernt? Wir haben gelernt, Potenzialentfaltung ist wichtig. Stärken. Leute nicht verharren lassen in ihren vielleicht unzufriedenen Zuständen oder nicht optimalen Zuständen. Wir haben wieder gelernt, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig und wir wissen natürlich auch, dass Potenzialentfaltung nicht nur fürs Unternehmen wichtig ist, sondern auch für das Privatleben und für die ganze Gesellschaft im Endeffekt. Ja. Ein Satz noch dazu. Aus psychologischer Sicht hast du im Leben so, ich glaube, 4 Säulen. Und eine Säule davon, also eine oder 4 Säulen, die dich befriedigen im weitesten Sinne. Und eine Säule davon ist nun mal die Arbeit. Ja. Und wenn die komplett nicht funktioniert, hat das Einfluss auf andere Säulen. Genau. Ja. Alex. Sebastian. Vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald. Grüße gehen raus. Bis bald. War mir eine Ehre. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.